Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Koja mit der lieben Shionaya. Hallo! Ja, mit Shionaya wieder. Mal jetzt, ich hoffe, das ist wieder kein Aufnahmefehl, weil ich jetzt, wie im letzten Video gesagt, ich habe ganz schön oft jetzt der Aufnahmefehls gehabt. Wunschbuch war mal weg. Oh. Das Gameplay konnte man nicht verwenden. Ich weiß nicht, ob du schon die Folge gesehen hast, aber... Nee. Ich hab's noch gar nicht gesagt. In der Folge mit Spectrox, wo wir aufgenommen haben. Ja. Meine Aufnahme war so schlau und hat so aufgenommen, da hat sich jede Person 50 Mal ins Wort gefallen. Also wenn ich angefangen zu reden habe, hat einfach mal, sagen wir zum Beispiel Shionai, einfach rüber zu klappern und... Gar nicht, dass mit dem Thema passt. Also mein Aufnahmeprogramm hat voll die Tonspur irgendwas falsch gemacht. Keine Ahnung. Entschuldigung, das tut mir wirklich leid. Ja, zumindest hattest du mal nicht so einen Aufnahmefail wie ich, aber egal. So, was hatten wir denn in dieser Folge vor? Also wir haben nur ausgemacht, dass ich die Anmoderation mache. Das Thema vor jetzt. Okay, So Leute, so kann es laufen, wenn Männer nicht zuhören. Wir haben nämlich gerade noch gesagt, dass wir dieser Gegend in dieser Folge tatsächlich mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Aber er ist ein Kerl, er hat es tatsächlich sich nicht merken können. Also, ich habe so lange Psychopath noch gespielt, ich habe den Bomben gefackelt. Ja, wir haben übrigens festgestellt, sollten wir hier jemals Roleplay aufnehmen, er wird der Psychopath sein. Das kann ich sehr gut. Gut. Das ist, glaube ich, die falsche Richtung. Da bin ich nämlich tatsächlich 10 Minuten lang mit Spectrox lang gelaufen. Lass uns doch einfach mal in die Richtung da laufen. Da bin ich schon lang gelaufen, aber ist scheißegal. Ach, schon in der Folge? Nein. Ja, siehst du? Also Leute, werden wir tatsächlich neue Sachen sehen. Neue Gegenden entdecken. Vielleicht eine neue Tierart. Hör auf, Mann. Das ist ein bisschen spannend, Mann. Oh, ein Hase. Du Drecksvieh, ich töte dich. Alter. Nichts gegen meinen Hasen, aber... Tut mir leid, Hase, Alter, aber manchmal bist du auch wirklich... Der Hase schon, deswegen bin ich ein Psychopath. Der Hase, wenn du die Folge mal gesehen hattest, der hat mich die ganze Zeit angeguckt. Nonstop hat er mich angeguckt. Wo bist du hin? Ich war gerade im Kampf, ein Zombie hat hinterm Birkbaum gewartet auf mich. Ich hatte kurz ein Date, aber das Date war ja schnell. Ich hab doch gerade noch gesehen. Ach, da bist du. Hallo. Ja. Oben. Oben. Das Monster. Du bist hier das Monster. Du hast schließlich mein Haus abgefackelt. Ich glaube, in dein Haus wurde nicht abgefackelt, glaube ich mal. Du hast aber den Baum davor abgefackelt. Hey, guck mal, das sind die Überbleibsel von meiner Frau. Du warst mal verheiratet? Na ja. Ja, aber wo wir vorhin über Aufnahmefails geredet haben, der arme Enderman, da habe ich auch was Lustiges zu erzählen. Ich habe meine Folge Bad Wars aufgenommen und meine Mitspieler nicht mit aufgenommen. Du hast mal wieder Bad Wars aufgenommen, ist ja was. Das heißt, ich habe, als ich die Folge mir angehört habe, eine Viertelstunde mit mir alleine geredet. Peinlich. Was war das denn bei dir? Und nein, Leute, ich habe sie nicht hochgeladen. Ich bin zwar ein bisschen psychopathisch veranlagt, aber ich bin nicht ganz so krank. Ja, genau. Hey! Entschuldigung. Wollte ich natürlich. Natürlich nicht. Komm mit mir, Kuschelzombie. Oh, das ist tot. Na komm. Geh vor. Ist was? Aua. Los. Das ist dein Problem. Ach du Scheiße. Hallo. Eine tolle Folge. Kämpfen! Was sieht man denn momentan bei dir so alles auf dem Kanal? Bei Koja. Mike auf Koja. Was hast du denn da bis jetzt alles gemacht? Ich weiß ja nicht, was du alles aufgenommen hast. Hat man zum Beispiel schon dein Haus gesehen?
Ja, hat man. Sehr oft, Leute. Also Leute, wenn ihr mal sein... Und diese Hase. Wenn ihr wissen wollt, was es mit den... Wenn ihr wissen wollt, was es mit den Hasen auf sich hat, guckt euch ihn an. Da. Bei Streske. Der Hase. Leute. Oh, Lava. Gut zu wissen. Also Leute, dieser Hase, der war... hab mich richtig angezogen gefühlt bei diesen Hasen. Er hatte irgendwas Spezielles. Kannst du jetzt mal aufhören, ständig von Hasen zu reden? Ich hätte jetzt richtig Kopf, Hasen zu essen. Hab ich leider nicht mit, tut mir leid. Dann esse ich meine Ehefrau weiter. Krieg ich meine Ehefrau wieder? Ich hab die gar nicht aufgesammelt. Hier, kriegst mein Ehemann. Ich sammle doch nicht deine alte Frau auf, hallo? War nicht alt. Sie war sehr jung. Bis der Streit eskaliert ist. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Mal gucken, wenn dieser, wann wir mal Streit haben. Wir hatten schon einen Streit. Ach wirklich? Du hast mich ja schon getötet. Was denken die Leute, warum ich auf einmal Dia-Schuhe und Dia-Helm habe? Weil er meine restliche Rüstung kaputt gemacht hat. Da musste ich farben gehen und da habe ich dabei natürlich Diamanten gefunden. Siehst du, also habe ich dir was geschenkt, also. Als ob. Ich weiß, dass du mich böse gerade anguckst. Ach du Scheiße. Macht die Arbeit. Das finde ich so schön an ihr. Die macht immer die ganze Zeit Arbeit. Sag mal, hast du den Weg nach Hause gemerkt? Hast du dir den Weg nach Hause gemerkt? Glauben wir da lang, oder? Ich glaube an den Lavaflecken vorbei und dann in die Richtung, genau. Lass uns mal hier lang laufen. Damit wir uns endgültig verirren. Achso, und Leute, wir haben manchmal ein bisschen Rollenspiel gespielt und dann war ich immer der Psychopath und ich bin wirklich gut in dieser Rolle. Oh ja, ich glaube, wir müssen mal eine Folge aufnehmen. Mit Rollenspielen. Ich weiß nicht, ob euch das gefallen würde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn wir auch mal ein bisschen Rollenspiel aufnehmen. Würden wir natürlich auch mit in den Titel schreiben, nicht, dass ihr komplett verwirrt seid, was da jetzt gerade abgeht. Warum der Stoß so eine Psychostimme hat, so voll zufällig. Mhm. Und Shinoaya die ganze Zeit töten möchte. Mhm. Und den Kopf abschneiden möchte. Also ich finde, das sieht irgendwie nicht natürlich aus. Ich schätze mal, da war jemand hier. Ja. Ich schätze mal auch, dass da hier jemand war. Irgendwie schon, ne? Was müsste denn der Spectrox oder so gewesen sein? Oder ist der Sand einfach nach unten gefallen? Kann gar nicht sein. Ja. Sieht aber so aus, als ob der Sand einfach nach unten gefallen wäre. Merkwürdig. Ja. Ja, sehr merkwürdig. Egal. Egal, ja. Hühner. Hallo. Ja. Ah, jetzt ist es Zeit, das letzte Stück meiner Ehefrau zu essen. Meiner alten Ehefrau. Ist das auch ein Stück von meiner Ehefrau? Nein. Ich blende jetzt einen traurigen Smiley ein. Oh. Du hast in letzter Zeit immer gesagt, du blendest irgendwas ein und hast es nie getan, also. Doch, in dieser Folge da, in dieser... Minecraft Airship Sea. Ich werde für dich auf jeden Fall den Speed dick markieren. Hast du toll gemacht. was? Sie redet schon wieder Scheiße. Glaubt ihr bloß nicht? Natürlich. Hatet ihr sie tot mal bitte kurz. Also wenn ihr das schafft, mich tot zu haten, ne? Dann Props an euch. Oder hält sie so lange, dass sie eigentlich mit auf YouTube aufhört? Danke. Dann müssten die mich aber 5 Jahre lang haten. Und selbst dann würde ich nicht aufhören. Sag mal, du hast illegales... Wie bitte? Sachen gezeigt auf YouTube. Wie, sag mal zum Beispiel, nackten Minecraft-Skin. Ich habe keinen nackten Minecraft-Skin. Du hättest den aber runterladen können. Oh, auf YouTube zeigen. Und dann wärst du gebannt auf YouTube. Ja, so blöd bin ich nicht. Ich wollte gerade ein lachendes Smiley einblenden. Alter! Alter!
Weil wir kuscheln, Creeper. Ich hab meinen Freund getötet. Hat Spaß gemacht. Guck mal, noch ein Freund. Hat die doch schon mal mein Schwert ist gerade kaputt gegangen, während ich den Creeper gehauen hab. Oh, das hat nie gefallen. Wo ist mein Freund denn da? Tötet sie. Gott, seid ihr blöd im Kopf. Ist was? Oh, sie hat mich geschlagen. So, also ich finde, wir sind eigentlich lange genug in diese Richtung gelaufen. Und jetzt lass uns nach Hause finden. Oh ja, darauf habe ich so großen Bock. Yay. Aua. Er hat geschlagen. Spring mal. Warum denn? Mach mal einfach. Das hat so großen Spaß gemacht. Komm. Ich werde gepeinigt von Shiro nachher. Und da vorne ist ein Creeper. Oh, damit habe ich großen viel Spaß. Also die Creeper sind deine Freunde. Ja. Die explodieren sie. Die sagen immer, verpiss dich und so, sagen die immer zu mir. Tolle Freunde. Ich meine natürlich. Ey, was geht ab? Also Leute, das war die produktivste Folge Minecraft Koya, die ich je hatte. Ja, die hattest du doch schon immer. Ich hab's offen. Ich weiß jetzt schon, wie ich die Folge nenne. Ich hab Troska? Nein. Guck sie dir an oder guck nachher auf den Titel, dann weißt du's. Was war das jetzt? Pass mal kurz auf, bitte. Pass mal bitte kurz auf. Hallo. Hallo, aufpassen. Ja, was ist? Töt mal bitte. Ja, okay. Warum auf mich? Geh doch auf sie. Ich bin sie ignoriert. Ich geh von mir weg. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Scheiße. Ich mag. Spaß haben. Schön, Leute. Ein bisschen Spaß haben. Ah! Alter! Ah, ja, was wird die bisschen komische Typ mit der Kamera nicht entkommen? Oh. Noch 2 Minuten. Ja, schrei. Schrei! Ah! Jetzt bin ich taub. Soll ich mal richtig schreien? Leute, ich blende mal kurz was ein. Kurz auf Blackscreen. Wir laufen gerade in die falsche Richtung. So sieht's, so sah gerade aus, wenn Shionaya anfängt zu schreien. Ja, ganz ehrlich, wir... Wenn sie aufgehört zu schreien hat. Wir sind ja, doch nie durch so, wir sind doch nie durch den Sumpf geschwommen vorhin. Stimmt. Ich glaube, wir kommen aus der Richtung da. Nee, jetzt sag mir nicht, wir haben uns echt verhört. Also irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Das habe ich genau das gleiche Problem mit Spectrox gehabt. Okay. Ich hab kurz was noch eingeblendet. Da stand was drauf, was ihr nicht in der Schule sagen dürft. Das mögen die Lehrer nicht, wenn ich sagt. Oder was denn, blöde Kuh? Eure Mitschüler. Nein, eigentlich, nein, traue ich mich das zu sagen. Ich krieg nach der Aufnahme Schläge von ihr. Das kriegt er so oder so. Ach so, stimmt, ja. Wird ja immer gepeinigt. Sag's mir einfach nach der Aufnahme. Hast du was gehört? Nein, du aber? Freut mich. Wo bist du eigentlich langgelaufen? Freund auch. Okay. So, ich bin hinter dir, Mann. Hallo. Ey! Ich glaube, es geht da lang. Ich habe eine Orchidee. Töten.
Also es war ganz schlau von uns, mal wieder loszulaufen, bevor ich mir die Koordinaten angeguckt habe. Weil ich glaube nur, dass ich sie noch weiß. Jetzt steht's halt zurecht, blöde Schlampe. Bitte? Was? Ach, Leute. Was? Aber ihr werdet ja schon am Titel erkannt haben, was ich von ihm halte, also. Ach, schon, Striske. Nein. Ich kann es jetzt schon ahnen. So würde ich meine Folgen nie nennen. Kleines blödes Arschloch, Struske. Ach, du weißt genau, dass ich meine Folgen niemals so nennen würde. Natürlich nicht. Ich habe langsam Heimweh, du kümmere dich mal drum. Der Psychopath hat Heimweh. Er will wieder nach Hause. Wir sind nämlich total falsch, wir müssten eigentlich durch den Sumpf kommen. Naja. Nero! Wo bist du eigentlich? Ich hab gerade das Haus gefunden, ich hab mal ausgewollt, ich bin wieder da. Ach da, ja, ich bin doch genau deswegen in diese Richtung gelaufen. Seht ihr, Leute? Ja. Ich wäre sogar alleine nach Hause gekommen. Ha! Ich hab's geschafft, Leute, ich bin alleine nach Hause gekommen. Woo! Du glaubst gerade. Fight Party werden feiern. Achso, da ist das Sky-Projekt von Shinaya, wollte ich nochmal kurz sagen. Das was? Ach nichts. Das habe ich doch schon aufgelöst. Naja. In meiner letzten Folge. Naja. Das weißt du doch genau, du hast meine Folge geguckt, du Blöder. Ah, ja. Leute, wollt ihr mal diesen Friedensvertrag sehen? Den ich jetzt verbrennen werde. Ja, genau, wollt ihr eigentlich jetzt mal sehen, was in dieser... komm, das muss ich jetzt noch zeigen. Was wirklich in dem Buch stand, was ich euch zeigen wollte. Da stand nicht, Ich hoffe mal, da war nichts Wichtiges drinne. Das Buch ist weg. Oh, schon. Yes. Das Buch ist weg. Hast du doch gerade aufgesammelt. Nee. Das liegt oben, das ist ja wieder. Ich hab's doch gerade gehört, wie du es aufgesammelt hast, Mann. Doch gar nicht. Natürlich. Jetzt gibt das Buch her, Mann. Ich will die Folge nicht noch mehr in die Länge ziehen. Leute, hier. Mehr habe ich jetzt nicht, ich wusste nicht mehr, was ich da jetzt reingeschrieben habe. Los, gib her. Facebook. Ups. Nein. So. Ich schenke dir noch eine Orchidee. Unsere Ländereien sind schon zu lange im Krieg und das Volk leidet darunter. Ich biete ihnen den Frieden an, dann die zwei Parteien, die unterschreiben haben, einmal Streska, einmal Shironaya und fertig. So ungefähr stand es drin. Ich glaube, das war noch ein bisschen anders formuliert, von wegen, ach ja, genau, dass die... Lüneburg? Was? Wie hieß du nochmal? Meine Ländereien. Ja. Heißt in Lüneburg, richtig? Bitte gleich. Also ja. Nein! Sie heißt nicht Lüneburg! Wie denn? Geh nochmal zum Schild. Oh, ich kann nicht rennen, Mann. Ich habe kein Essen mehr. Erbärmlich. Hallo? Ich musste wenigstens nicht meinen alten Mann essen, also. Meine alte Ehefrau. Ich bin vielleicht verrückt, ich bin auch nicht schwul. Ich meinte gerade, ja, deswegen, ich musste meinen Mann nicht essen, du dir deine Frau. Das war schon richtig. Oh, guck mal, was da rausfliegt. Luxemburg, ja, okay, Entschuldigung. Nee, aber das, im Originalbrief stand noch, dass Luxemburg sich nicht ergeben, aber dass sie eben die Ländereien, die sie erobert hätten, wieder die Stadt Koja zurückgeben würden. Und ja, dass dann praktisch eine friedliche Koexistenz erreicht wurde. Okay, RPGs, das war eine Privatmacht, müssen wir jetzt nicht jetzt alles erzählen. Da liegt ein Ei. Also ich fand, was auf diesem Buch steht, was du mit so viel Mühe geschrieben hattest, musste ich einmal erläutern. Natürlich. Natürlich. Oder Leute? Also ich meine, das kann doch nicht einfach ungestraft bleiben, dass er es so, so toll hingeschrieben hat, dass er sich praktisch ergibt. Jetzt wirst du sterben. Hörst du mal auf, einfach in mein Haus zu kommen? Außerdem bin ich schon fast tot, weil ich nichts gegessen habe. Und dadurch nicht direkt bin. Ja. Jetzt verlassen Sie mein Haus. Was denn? Haben verlassen Sie, Sie mein Haus. Haus. Hallo, Leute. So ungefähr geht es nämlich den ganzen Tag, sobald ich auf den Server, beziehungsweise sobald ich in TS komme.
kommt das immer nur, hallo, wo bist du? Ich sehe dich! Meine Psycho-Stimme. Jetzt wisst ihr, Leute, was dir so abgeht. Was wir so treiben die ganze Zeit, weil was Psycho-Krank. Was der Psychopath Schröske macht so in der Freizeit? Also sollte ich jemals in die Klapse kommen, Leute, ihr wisst genau warum, wegen ihm! Ich weiß auch schon, in welcher Klapse du kommst. Ja, ich auch. Aber das, Leute, erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Oder mal in der übernächsten oder wann auch immer ich wieder mit ihm da aufnehme. Vielleicht auch nie nach wieder. Nach dieser Sache nicht mehr bald sein. Also Leute. Ja, er hat ja Anmoderation gemacht, aber ich natürlich die Abmoderation. Jetzt ist die Folge mal wieder länger geworden, als ich geplant habe. So ist das halt immer, wenn man mit ihm aufnehmen will. Mein Gott. Was? Als ob da jemals was nach Plan laufen würde. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr so lange zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann die Folge bei uns rauskommt. Ja, genießt auf jeden Fall noch eure weiteren Ferien, falls ihr noch welche habt. Und ja, guckt bei dem jeweils anderen vorbei. Die stehen immer in der Beschreibung. Zumindest bei mir. Ob Stresske es mir hinkriegt, keine Ahnung. Und dann... Du kriegst immer hin. Bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.